Ja, gleich nach dem Spiel hier das Interview für die DKB Handball Bundesliga bei mir vom VfL Gummersbach, Jörg Litzelberger. Jörg, zunächst mal, es war ein hart umkämpftes Spiel. Ja, von Anfang an, von der ersten Minute an, hat man gesehen, dass beide Mannschaften ganz dringend Punkte benötigen und alles in die Waagschale geworfen haben und ja, heute halt dann mit dem glücklicheren Ende für Minden. Man kann, glaube ich, auch sagen, im Abstiegskampf darf man jetzt keine Schönheitspreise gewinnen, sondern es geht wirklich darum, am Ende muss man ein Tor mehr haben. Ja, das war ja noch nie so, dass es da nicht um Schönheit geht oder um attraktiven Handball, dass es geht um Kampf. Der war von beiden Mannschaften da. Bei uns sind in der zweiten Halbzeit zwei, drei Spieler mit Blessuren ein bisschen angeschlagen gewesen, ausgefallen teilweise mit Schrödi. Hat natürlich arg wehgetan und dann kam Dalibor und hat fantastische Tore gemacht und die haben uns dann das Leben richtig schwer gemacht. Ja, vielleicht nochmal gerade auf Doda zurückzukommen, er ist ja gleich auch hier im Interview. 45 Minuten hat er auf der Bank gesessen und dann kommt einer rein, sieht man so ein bisschen, dass er auch internationale Klasse hat, oder? Das ist Prädikat internationale Klasse oder Prädikat Weltklasse. Er hat, glaube ich, alle Hallen dieser Welt gesehen und das hat er heute gezeigt. Vielen Dank, Jörg Litzelberger. Dankeschön. So, und einen strahlenden Sieger haben wir hier mit Dalibor Doda. Jörg hat gerade gesagt, das ist internationale oder Weltklasse. Wenn einer 45 Minuten auf der Bank sitzt, dann kommt er rein und dreht einfach mal gerade das Spiel. Ja, also das ist nicht einfach. Aber ich bedanke mich, dass er so ein Kompliment sagt. Aber das ist nicht einfach, wenn man so auf der Bank sitzt und auf einmal sagt, ja, komm reinspielen. Aber wir sind Profis und egal, ob man spielt eine Minute oder 60, muss man immer bereit sein, aber nicht einfach. Aber man muss jetzt auch sagen, aus meiner Sicht, es spricht natürlich auch für einen guten Charakter, dass du dich so in den Dienst der Mannschaft angestellt hast. Ja, aber ich meine, man soll immer mit der besten Mannschaft spielen und das haben wir heute gemacht. Und ja, wenn das am Ende eine taktische Maßnahme. Taktische Maßnahme verändert werden muss, dann muss man das machen. Und, ja, mit dir und mit Vic waren ja zwei, Vic, ne, das war was, waren ja zwei Leute auf der Spielfläche heute, die relativ lange kaum gespielt haben. War das vielleicht auch ausschlaggebend, dass wir am Ende jetzt doch diesen Sieg eingefahren haben? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich meine, wenn du so viele Spieler hast, also ich weiß nicht, wie viele. Heute waren wir 15. Ja, also du hast 15 Spieler, dann musst du vielleicht auch alle spielen lassen. Aber ich meine, wenn die Mannschaft gut funktioniert, dann soll man vielleicht nicht so viel rumwechseln. Aber heute hat das gut geklappt. Alle hat gespielt und ja. Jetzt haben wir ja drei ganz wichtige Spiele vor der Brust in Eisenach. Eine Mannschaft, die mit uns um den Abstieg kämpft und auch dann Balingen und Göppingen hier. Kann so ein Sieg jetzt auch nochmal wirklich Kräfte freisetzen? Das glaube ich. Also jetzt wissen wir, wie gewinnen ist, wie das sich anfühlt. Also das war seit GWD2 im Pokalspiel dieses Gefühl letztens. Also aber ich meine, ja, was soll ich sagen? Also Eisenach, klar, ist ein schwieriger. Guck mal, er steht da und lacht. Entschuldigung. Ja, die Schweden. Ja. Eisenach ist ein sehr schwieriger Gegner und wir haben gegen den da in zweiter Liga gespielt und nicht gewonnen, aber alles ist möglich. Handball ist ein Sport, also jeder kann jeder schlagen. Ich meine, und das verändert sich ganz schnell in ein Spiel. Also ich freue mich, dass wir gewonnen haben und dass du wieder da bist. Danke. Danke.